Hallo Leute und willkommen zurück zum MotoGP 13. Wir machen weiter mit dem Rennen auf Le Mans und gucken uns ja erstmal an, jetzt wie wir fahren. Also Fahrphysik haben wir ja auf Pro. Das ist ja in Ordnung. Duckenautomat. Ich muss das nämlich immer mal so ein bisschen kontrollieren nochmal. Ah, Schwierigkeit haben wir jetzt doch auf Mittel. Okay. Ich habe jetzt wirklich gedacht, das wäre auf Schwer. Okay, gut. Dann lassen wir das doch auch erstmal auf Mittel. Ja, Wetterzufall kann man nichts machen. Bike Schaden leicht, Reifenabnutzung ein. Technische Probleme will ich mal auch uns machen. Flaggensignale mache ich mal ein. Und ja, starten wir mal. Und ich hoffe, es ist ein bisschen trocken wenigstens. Boah. Also wirklich diese Regenwahrscheinlichkeit in diesem Spiel, das ist echt der Hammer. Das ist 80%. Ach, fuck. Ja, super. Alter, was zieht denn der immer da so behindert nach rechts, links, Mann? Es geht aber auch wirklich keine Quali-Runde ohne Sturz. Das ist so ein Fluch. Ach Mann. Ey, das ist, gibt's doch nicht, Mann. Wieder bestimmt dann nur fucking Letzter, ey. Boah, das nervt doch, ey. Na komm, was lädt er denn jetzt hier? Ja, beschädigt, komm, mir egal. Auf dem Bildschirm sehen Sie jetzt alle Zeiten des ersten Qualifyings. Komm. Und nicht vergessen, bei den Erstplatzierten 5-9, ey. Boah, so lächerlich. Hallo und willkommen in Le Mans zu. Ja, super, Sonne scheint, aber die Piste ist nass, das hilft mir auch nicht viel weiter. Naja, schauen wir mal. Komm, fall hin! Oh, was ein Wunder hier. Alter, was sind diese langsam? Aber ich muss ja sagen, dass so dieser Effekt jetzt mir gefällt, also so grafisch. Sonne scheint, blauer Himmel und es ist nass. Das sieht wiederum jetzt optisch gut aus.
ändert es aber nichts daran, dass es nass ist. So, Kampflinie. Boah, das war sehr knapp vorm Vorderrad wegrutschen. Da habe ich die Vibration am Controller schon gespürt. Oh, jetzt sind wir hier wieder vor Hayden. Soweit sind wir ja in letzten Rennen auch gekommen. Da haben wir den Stefan, der auch sehr gut am Zirkeln gefahren ist. Wobei ein Crutchlow da vorne mal kiss. Oh, jetzt sind wir ja schon gut dabei. Zwei Runden noch. Wir müssen nur sitzen bleiben, dann kann das gar nicht so schlecht ausgehen. Aber so wie ich mich kenne, kommt da irgendwie wieder was in der letzten Runde. Vorne aber noch Jorge und wer ist erster? Kann ich jetzt gerade nicht drauf achten. Das sieht mir. Alter, Alter, das sieht mir nach Morossi aus. Da habe ich halt dieses, ja, dieses gelbe Bein gesehen. Ja, hier den optimalen Bremspunkt, den weiß ich einfach nicht. Da vertue ich mich immer da, wenn er die Curbs links anfängt, denke ich immer, da kommt die Kurve gleich. Aber die Curbs sind verdammt lange. Okay, jetzt kein Dummheiten machen. Konzentration. Wenn ich jetzt wüsste, welche Taste ich für nach hinten gucken belegt habe, dann würde ich jetzt das mal machen, aber ich will jetzt hier nichts Dummes drücken. Oh, 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 gerutscht. ...2,6 Sekunden vorne. Weit raus. Jawohl, hier, da haben wir uns den Sieg geholt, Mann. Sehr nice, sehr nice. Schön dann Wheelie hier. Das lief doch mal gut, das Rennen. 4,2 Sekunden Vorsprung, ja. So, wo sind wir denn insgesamt? Auf der vierten. Marquez ist erste mit 86. Wir haben 53. Pedrosa Rossi vor uns. Okay. Kann man ja trotzdem mal so drauf achten, ne? Auf die Gesamtmeisterschaft. Aber ich glaube nicht, dass. Ja, das wird ein bisschen knapp. Und jetzt haben wir endlich hier den Crutchlow freigeschaltet fürs freie Rennen. Sehr geil. So. Dann haben wir Le Mans hier auch abgehakt. Nach der Anstrengung.
Anspannung des Rennens kann er sich jetzt ganz der Siegesfeier widmen. Wenn er so weitermacht, werden seine Konkurrenten für längere Zeit nur noch sein Heck zu sehen bekommen. Oh, das ist aber jetzt auch nur hier unten, diese Einblendung, ne? Glaub schon. Ist ja schon wieder hier eine gute Woche her, nachdem ich das letzte Mal gespielt habe. Beziehungsweise, wo auch dann das letzte Video hochgeladen wurde. Na gut, dann machen wir hier Feierabend. Le Mans ist durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.